meine lieben Freunde, willkommen zu diesem Video. Und ihr kennt ja das eine Video über Filme, die tiefgründig sind und dein Bewusstsein erweitern. Und heute geht es um die Serien, die genau dasselbe tun. Bei all den Serien, die ich nenne, da gibt es viele, da werdet ihr bestimmt noch sagen, ja, wieso hat er jetzt nicht die Serie genannt, die ist so genauso geil. Aber mir geht es primär darum, Serien zu nennen, die nicht nur unterhalten, sondern euch auch zum Nachdenken bringen. Viel Spaß bei dem Video. Ich habe mir hierfür extra so eine Liste gemacht, weil es gibt einfach zu viele Serien, die ich geguckt habe und Filme. Ihr kennt mich ja, ich bin ein richtiger Fanatiker. Und ja, ich musste mich jetzt auf 6 festlegen, die extrem krass sind. Und bei all denen geht es immer um die Vergangenheit. Bei all den Serien geht es immer primär um die Vergangenheit der Protagonisten. Ich unterscheide immer zwischen guten und schlechten Filmen. Gute Filme, die zeigen dir zum Beispiel eine Handlung. Irgendwer tötet irgendwen, ja? Du denkst, okay, toll, hat er jetzt gemacht. Aber dann gibt es diese krassen Filme, die zeigen dir, wieso er das Ganze gemacht hat. Da geht es dann vor allem immer primär um die Kindheit. Wie prägt einen die Kindheit vor allem, dass wir heute so sind, wie wir sind? Und ja, das macht für mich so diesen Unterschied zwischen guten Filmserien und eben den schlechten. Ja, fangen wir jetzt an auf jeden Fall mit der ersten. This is Us. This is Us ist eine sehr, sehr krasse Serie. Und da geht es vor allem um die Kindheit, vor allem um die Erziehung und inwieweit prägt die Erziehung, die Kindheit, alles, was wir erlebt haben, die primären Schlüsselmomente, unser Dasein, also unsere Gegenwart, wieso handeln wir so und so. Das hängt vor allem mit der Kindheit zusammen und eben vor allem, wie wir erzogen wurden. Guckt euch auf jeden Fall diese Serie an, die ist sehr, sehr menschlich. Ihr werdet da vor allem viel weinen, aber nicht weinen, weil es einfach nur traurig ist, sondern weil es einfach so, so nah ist. Ihr werdet euch in vielen Momenten einfach euch auch wiedersehen, das Ganze, ihr werdet euer Leben selber reflektieren. Wirklich, das ist ein Schatz, das ist Gold wert. Das wurde mir empfohlen von meinem Cousin und bis dato habe ich schon alle krassen Serien geguckt und das ist wirklich der Number One, deswegen Platz 1. Zweiter Platz, True Detective. Und da gibt es 2 Staffeln. Ich empfehle euch, beide zu gucken, aber die erste ist Gold wert. Die erste ist, ich lasse es jetzt kommentarlos einfach wieder dastehen. Aber trotzdem, eins muss ich sagen, es ist eigentlich wie ein richtig krasser, durchdachter Film, aber eben eine Serie. Also es ist wie ein langer Film, aufgeteilt in 8 Folgen. Viel Spaß dabei. Ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen, wenn ihr das gesehen habt. Bei mir war das damals so, ich habe das gesehen und die Messlatte war bei mir danach so hoch, dass ich keinen Bock mehr auf irgendeine Serie hatte, weil das war für mich der Number One. Geld. Das, was Besitzende von Habenichtsen unterscheidet. Geduld, Sparsamkeit, Aufopferung. Okay, kommen wir jetzt weiter zur dritten. Dritte ist Ozark. Ozark ist jetzt eine neue Serie auf Netflix. Richtig gut, da geht es um das Familienleben, da geht es um Geldwäsche, da geht es um auch die Vergangenheit. Wie weit prägen die Entscheidungen uns in unserem Leben und wie wichtig ist einfach das Familienleben, der Zusammenhalt. Begierde hatte aufgehört zu existieren, doch dann traf ich dich. Ich finde dich uninteressant, jetzt und immer. Oh mein Gott. Was schreibst du? Eine Kurzgeschichte getarnt als Brief. An wen ist der Brief? Lieber Dick. Vierte Serie, klingt witzig, I Love Dick. Geht's aber nicht um den Dick, geht's um einen Typen, der heißt Dick. Und in dieser Serie, die sehr, sehr künstlerisch dargestellt, also es ist wirklich nicht für jedermann, aber es ist mal was anderes. Und jede Folge geht nur 30 Minuten, kann man sich chillig reinziehen, geht alles nicht zu lange. Auf Amazon Prime, auf Amazon Video, genau. Und sehr, sehr künstlerisch, wie gesagt, dargestellt. Da geht es um Triebe, um Sex, um dass wir Menschen Anerkennung von anderen wollen, die Bestätigung. Trotz einer Beziehung will man trotz all dem halt eben, weil die Triebe so stark sind, noch andere, von anderen Personen gemocht, geliebt werden. Und ja, guckt euch an. Gestern Abend um 23 Uhr feuerten 2 Black Hawk Kampfhubschrauber über 8000 Schuss auf das Ziel. Bei der Sicherung des Lagers stießen unsere Leute auf was sehr Interessantes. Fünfte Serie, Homeland. Homeland ist eine sehr, sehr durchdachte Serie. Die ist auch schon länger auf dem Markt. Und hier geht es um einen Typen, der wurde gefangen genommen von Terroristen über 6 Jahre lang. Dann kommt halt eben wieder zurück. Und die Frage stellt sich einfach jeder, wurde er jetzt umgekehrt? Also sprich, ist er jetzt selber ein Terrorist? Oder hat er sich selber befreit?
Und da geht es dann um Lügen und alles drum und dran. Und die primäre Message ist wieder, wenn du dich in Lügen verstrickst, kommst du da so einfach nicht wieder raus. Dieser Typ sucht dringend einen Job. Sie kommen 5 Minuten zu spät. Gibt es einen Grund, warum ich sie noch reinlassen sollte? Ich will nur die Bullen loswerden. 6. Empfehlung, Suits. Ich habe darüber schon ein paar Videos gemacht, über den Hauptprotagonisten Harvey Specter. Suits, eine sehr, sehr feine Serie, richtig gut und smart. Hier geht es um Harvey Specter vor allem. Und die ersten 2 Staffeln sind richtig gut, bisschen kitschig. Und danach geht es erst richtig los. Das wird richtig deep, emotional, tiefgründig. Vor allem geht es dann auch da um die Vergangenheit und die Kindheit. Wie prägt die ein, eben in der Gegenwart? Und das alles und noch vieles mehr. Zieht euch diese Serie auf jeden Fall rein. Aber ich denke, die meisten kennen die auch. Suits ist sehr, sehr bekannt. Nur ein Schuhkarton. Gehen Sie zu. Sie haben gelächelt, dass ich heute Morgen zur Arbeit gekommen bin. Stimmt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso habe ich... wie heißt es denn jetzt? Wieso komme ich nicht auf die krasseste Serie jetzt? Game of Thrones, genau. Wieso habe ich das jetzt nicht mit reingenommen? Es ist einfach nur so, die Serie ist richtig gut. Richtig, Mama Mia. Aber... die hat nicht dieses Tiefgründige, was mir einfach bei, was finde ich einfach die Serien, die ich jetzt genannt habe, einfach haben. Aber mein Gott, ey, guck mal, alle haben was zu bieten, alle sind krass. Aber die, die ich empfohlen habe, auf jeden Fall reinziehen, weil diese können auch unter anderem dein Leben ein Stück weit verändern. Und ja, das bringt dich zum Nachdenken über das eigene Leben, dass du reflektierst dein eigenes Leben. Das ist so wichtig im Leben, dass wir einfach mal uns Gedanken darüber machen, wo stehen wir, und was wollen wir? Und nicht nur dahin vegetieren und einfach irgendwas machen, was uns andere sagen. Nein, lerne dich selber kennen und mach genau das, was du liebst und was dich ausmacht. Kleine Inspiration am Rande. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und bis zum nächsten Video. Pau, chi, puh. Ciao.